Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Forest. Eine neue Dosis. Wir sind in unserer Basis wieder. Wir wollen ja heute ein bisschen weiterbauen. Und sag mal, was war denn das bitte für eine letzte krasse Folge? Ureinwohner-Feature oder keine Ahnung, en masse. Haufen Bambis. Wartet mal. Wir gucken gleich mal. 10 an der Zahl. Wir haben 10 Bambis gekriegt. Und ein Hasen. Wow. Also, und das Cockpit und die Flare Gun. Was war das bitte eine Folge? Das geht ja gar nicht. So, in der Folge bauen wir ein bisschen weiter. Wir haben genug zu tun. Wie gesagt, die oberste Etage ist schon geplant. 8 Knochen dafür. Wie viel braucht das andere? Komm, wir mal dabei sind. Come on. 8 hier. 8 da. Macht 16 Knochen. So viel können wir gar nicht schleppen. Aber das sollte reichen. 12 Knochen können wir, glaube ich, schleppen. Ja, komm, wir fangen an hier, dass das ordentlich ist. Ach so, zweimal auf jeder Seite 8. Also 16 auf jeder, also 32 insgesamt. Einfache Mathematik. Zack. Gut. Machen wir. Geht da auch hier um die Vorschriften, ne? Verletzungsgefahr und so. Wenn ich hier rückwärts laufe und hier runterstürze, habe ich mir das Bein gebrochen. So. Zack, 8 Knochen. Zack, so. Die Bauschrift halten wir uns schon mal ein. Okay, kann ich irgendwas zurücktun? Nein, okay. Das können wir auch machen. Das haben wir ja noch gesammelt auf den Heimweg. Wie gesagt, das 10. Bambi habe ich dann kurz nach Ende der Aufnahme mal gehascht. Und, naja, was soll ich das ja da hinhängen? Was ist das denn? Das ist Hase. Das ist Reh. Und ich kann gerade jetzt... come on. Zack. 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 Ich hoffe, das reicht. Zack. 5. Das reicht niemals. Wo soll ich denn die ganzen Fälle hin tun? Warum hängst du das verkehrt rum hin? Sieht doch kein Schwein. Ich glaube, wir sind voll. Was haben wir denn hier? Was? Nee. Mehr. Ich sehe nichts. So, was bist denn du? Waschbär. Echse. Haben wir auch noch Echse? Echse haben wir noch 2. Kriege ich gar nicht hier hingehangen. Noch mehr wollte ich eigentlich nicht davon aufhängen. Also hier hinstellen. Ja, weil wird ja viel zu viel. Müssen mehr bauen. Okay. Weiter geht's. Wir müssen die Treppe, würde ich hier bauen. Und natürlich die Wände. Dazu habe ich ja, wie gesagt, habe ich euch schon mal gezeigt. Vorrat schon ange... What the fuck? Wieso bin ich in der obersten Etage jetzt? Mit dem Wagen. Der stand gerade noch unten. Wo sie... Komm, ich schieb raus jetzt hier. Steht ja nur im Weg. Oh mein Gott. Ei. Muschiklaus ist zu Besuch. Holy shit, der erste Mutant. Den müssen wir natürlich... Herzlich willkommen. Alter! Lass meinen Wagen stehen! Oh. Ich glaube, aus der Ferne wäre besser, wenn wir den begrüßen. der hat unseren Wagen weggeschmissen, als wäre es nichts. Ich hätte gern... Feuerpfeile? Was sind das, Feuerpfeile? Nein, das sind keine Feuerpfeile. Ihr habt doch Feuerpfeile gehabt. Jetzt. Wir müssen natürlich aufpassen. Boah, das klingt, als wären hier mehr... Oh, Babys. Oh, nein. Sie hat Babys geworfen. Na, moin. Der erste Mutant bei uns. Uah. Muschiklaus. Oh, sei lieb. Wir müssen es von den Babys fernhalten.
Boah! Ich komme hier noch nicht mehr zum Anzünden. Wow. Seid doch mal lieb. Yes. Ich glaube, gerade kam ein Baby gesprungen, oder? Nein, es war eine Möwe. Gott sei Dank. Immer schön in Bewegung bleiben. Immer schön in Bewegung bleiben. Immer schön auf Abstand halten. Man sieht sie echt kaum. Ja, da kommt's an. Die kleine Tentakel. Ich hasse Spinnen. Ja. Zack. Nimm das. Was mit den Haien ruhig, sag's dir. Nein, ich möchte keine Konsole. Ja, Konsole aufmachen, da nicht. Hauptsächlich Vieh, ey. Die Feinde möchte ich übrigens wieder haben, ne? Ach, das war's schon. Na super. Okay. Was für ein fairer Kampf. Ich möchte... Das waren doch niemals alle Pfeile. Okay. Boah, sehr schön. So, und genau. Ja, nee, mach. Das war richtig. Ich komme hier komplett aus dem Konzept. Man glaubt sich, der erste Mutant. Nach 8 Folgen. Das muss gefeiert werden. Hallalala. Wie der die Holzbarren weggeschoben hat, als wär's nichts, ne? Nichts. So, da haben wir den Kopf. Was machen wir? Wo hängen wir den jetzt hin? Ja, ich habe eine Idee. Ich hoffe, das backt sich jetzt nicht hier durch. Okay, backt durch die Bank, aber liegt noch auf dem Boden. Oh Mann, 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 ey. Das hier, ne? Es wird nicht der erste, nicht der letzte sein. Wir hängen mal hier hin, oder? So. Wow, sieht man kaum. Ich hoffe, das funktioniert. Yes. Nice. Na, geht doch. Der erste Mutant, den wir haben. Tja, man sollte sich nicht mit uns anlegen. So, da waren noch ein Haufen Babys. Ich denke mal, die entweder sind sie gedespawnt oder keine Ahnung. Aus der Ferne hab sie gesehen gehabt. Und es ist abends, ne? Das ist immer wieder was Neues. Da liegt sie, das abgetrennte Ding. Stein ist immer noch voll. Da, noch Babys. Ging jetzt nicht. Also, früher ging es nicht. Aber es soll jetzt gehen. Jawohl. Ja, ja, ihr seid auch gleich dran. Wir wollen natürlich die Mutti nicht alleine lassen. An unserem Kamin. Da tun wir ihre Babys noch dazu. Ist ja kein Problem. So. Tun wir hier hin, da bleibst du auch durch, egal. Haben wir hier so mittig. Zack. Zack. So. Ein bisschen hoch vielleicht, aber egal. So, wo sind die restlichen Babys? Ich habe noch für 2 Platz. Mal gucken, vielleicht haben wir noch ein Glück. Ansonsten denke ich mal, es wird nicht der letzte Mutant gewesen sein. Nicht der erste und nicht der letzte. Da klatscht eins rum. Hey! Kleiner Mann. Oder Frau, oder was auch immer du werden wolltest. Ich weiß es nicht. Wir werden es nie rausfinden.
Zack. Da ruft jemand wieder zum Angriff. Da ist wohl jemand sauer, dass wir hier kleinen Muschiklaus getötet haben. So. Sehr schön. Das ist doch sehr schön. So, wir haben die Näherungsmod, also die Zoom-Mod. Ich sehe noch nichts. Es waren definitiv mehr als 3 Babys. Oder mindestens 3 Babys. 2 Hammer. Ich denke mal, mehr werden wir jetzt nicht mehr finden. Weil die Mutti ist auch schon gedespawnt. Die gute Mutti. Aber eben. Die Mutti und 2 Kinder haben wir. Gucken mal kurz beim Baumharz. Pflücken hier ganz kurz ein paar Stickies mit ab. Alles schön nachgewachsen hier. Das sieht gut aus. 30. Nochmal 30. 90 insgesamt. Jetzt vielleicht hier noch ein Baby verirrt. Nein. Schade. Okay, kleine Steine, die brauchen wir wirklich nicht. Gibst du? Ja, du gibst den Sticky ab. Gut, dann sammeln wir schnell Stickies. Weil es hier alles wunderschön voll ist. Aber wir haben eigentlich genug auf dem Wagen. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Stickies, ey. Gut, Stöcke sind voll. Hickerei können wir auch nicht mehr tragen. Gut, Steine sind voll. Da haben wir ordentlich schon mal vorgesorgt. So. Jetzt nehmen wir den einen Wagen schon mal mit. Stell dir mal vor, die hätte das diesen Holzwagen hier ins Wasser geschmissen, Alter. Die ganze Vorbereitung wäre umsonst gewesen. Bloß weil sie meint, dort durchrammeln zu müssen. Zack. So. Okay, sicherheitshalber schließen wir ab. Weil als würde so ein Ast die Leute aufhalten. Nee, das sollte nicht zu. Was machst du denn? So. Können wir schon schlafen? Ja, wir können schon schlafen. Dann machen wir die Nacht zum Tag. Speichern. So. Können wir das mitnehmen, aber es ist alles schon voll. Münzen ist immer gut. Okay. Was ist denn, könnten wir auch... Was ist das denn? Eine Schildkröte, okay. Wir könnten hier auch Regale hinstellen, wo wir unseren Vorrat hin tun. Wenn wir diese finden. Das waren die Fallen. Bin ich blöd? Hier. Kleiner Schrank. Braucht 7 Baumstämme. Großer Schrank braucht 8. Einen mehr. Willst du mich verarschen? So ein Sprengstofflager. Könnten das auch hier hin? Oder wir machen hier das Sprengstofflager hin und hier die Regale. So, das ist Rückwand. Zack. Also, dass sie sich vereint vielleicht machen. Sieht natürlich auch geil aus. Dann würde ich hier vielleicht noch 2 Regale hinmachen. Ich glaube, Regale brauchen wir echt an Mast. Zack.
Zack. So. Machen aber erstmal die obere Etage, würde ich sagen. Waffenhalter. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So ein Sprengstofflager wäre nicht verkehrt. Zack. So. Türe öffnen. Ich bräuchte mal. Zack. Okay, wir können. Komm. Wir haben genug Holz gefällt. Jetzt ist uns das Holz gerade runtergefallen. Zack. Das würde ich noch gerne fertigstellen. Ich sehe schon, das wird niemals reichen, das Holz, was ich vorbereitet habe. Aber was muss, das muss, ne? So. Hatten wir den ersten Muschiklaus zu Besuch? Das ist sehr schön. Was mache ich? Falsche Richtung. So. Möglichst nah ran, dass es auch schnell geht. Zack. Jetzt nehmen wir uns den Wagen. Falsche Richtung. Zack. So. Das Feuerzeug brauchen wir gar nicht. So. Noch drei. Dann würde ich sagen, kriegt man das hier hin? Wie viel brauchen wir hierfür? Ich sehe es nicht. Auch acht. Bauen wir schon mal die Treppe zum Boot. Ich hänge schon wieder. So, noch drei. Und zwei haben wir ja drauf. Na super. So. Wir haben die oberste Etage noch nicht angefangen. Was ist denn jetzt los? Ich möchte hier raus. Ach, das ist wegen dem Wagen. Sehr schön, wie... Oh, ja. Ich will hier raus. Oh, das kann ich hier nie hochspringen. Alter. Das ist der unterste Wagen, der da reingeblumst ist, dank einer Schildkröte. Das müsste man merken. Wir essen erstmal was und trinken was. Haben wir noch ein bisschen Zeit, so ist es nicht. So, wenigstens sind wir erstmal rausgekommen. Und es gewittert schon wieder. Dafür sind aber unsere Tränken ganz schön leer, muss man sagen. So, jetzt haben wir keinen Hunger mehr, keinen Durst. 68 Baumstämme brauchen wir noch. Ach nö, jetzt ist der... Jetzt ist der auch noch runtergeblumst. Oh. Ist das euer... Den kriegst du auch nicht. Du kannst hier drücken, wie du willst. Mann, nee. Wäre dir da wenigstens zerstören könnte, aber hast du ja keine Chance. Eigentlich haben wir noch einen. So, 2, 4, 6, 7 passen pro Dings rein, okay.
Reicht niemals, was wir hier vorbereitet haben. Brauchen viel mehr. So. Ich hoffe, das geht gut. Ich bin gespannt. So, Treppe. Stellen wir hiermit fertig. Okay. Dann würde ich sagen, 5 braucht der. Noch 2 Gänge. Muss natürlich alles hier hochschleppen. So. Noch 2 Holz. Zack, ist da viel kürzer. So. Türe abschließen funktioniert. Jetzt bin ich gespannt. Hier ist die Treppe. Wunderbar. Man kommt hier aufs Boot. Kann seine Sachen erledigen. Zur Not, wenn man da hinten nicht gerade Zeit hat oder hier ist. Und kann auch hier wieder hoch. Perfekt, so soll es sein. So, machen wir dicht. Wie gesagt, Schütz geht alles an. So, let's go. So. Noch einen, dann ist der, diese Wand auch fertig. Der Wagen ist leer. So. Sehr gut. Hier sind wir nicht im Wasser gelandet. Gut, ist schon voll. Okay. 4 haben wir dann noch. Und da müssen wir erstmal wieder alles auffüllen. So. Zack. Die Wand ist fertig. Ach ja, sehr schön. So. Zack. Ich freue mich schon drauf, wenn wir hier endlich dann mal die Seilrutsche installieren. Bauen, quasi. Dass wir die ausprobieren können. Oh, freue ich mich jetzt schon drauf. So, fertig. Bauen wir hier. Können wir hier abkürzen. So. Drei fehlen noch. Dann ist diese Wand auch fertig. Let's go. Können wir eigentlich gleich weiter mit Baumfällen machen. In den Vieren geht's weiter. Rein theoretisch, aber wir machen das mal ordnungshalber. Dass wir wirklich alles abgearbeitet haben. Wir können gleich mal sehen, was das für ein Aufwand ist, so viel Holz vorzubereiten. Zack.
So. Zack. Also mit einem Wagen kannst du fast zwei solche Lager befüllen. Fast. 7 passen hier rein. Und 12 hat man, also 2 Baumstämme füllen. So. Mal gucken, wie lange wir jetzt hier unsere Ruhe haben. So, Baum fällt. So, schubsen nach da. Kettensäge, die ist alle. Zack. Ey. Ich sag's ja. Mal gucken, wie lange wir alleine sind. Zack. Ja, solange der nicht angreift und sondern bloß blöde klotzt. Na, da kommt er jetzt schon hierher. Was willst du? Angreifen kannst du vergessen. Deine Kettensäge vorlieb, du. Herzlich willkommen zum Kettensägen-Massaker. Wie hält denn der aus mit der Kettensäge? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hörst du ihn? Jetzt würde ich gern. Moment. Das klären wir gleich unter 4 Augen. Da hatten wir nicht hier nur ein Feuer? Ja. So, warte mal. So. Zack. Der Rest kann verbrennen. Und er wollte mich ja eindeutig angreifen. Zack. Zack. So. Verbrenn los. Hättest du mich nicht angegriffen, ne? Knochen, Knochen, Knochen für unsere Knochensammlung. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir... Oh, haben wir nicht mehr. Dann muss ich leider seine Knochen nehmen. Um noch die fehlende Rüstung herzustellen. Jetzt haben wir 10. Okay. Der nächste, der kommt, ich verspreche es, ist dann für die Knochensammlung. Zack. Zack. Zack, zack. Zack. Ist hier irgendwas? Nein. Hier. Zack. Oh. Knochensammlung. Wo? Da. Ja, komm her. Ich hab was für dich. Was hast denn du da? Ein Stock. Wow. Willst du Steckchen holen spielen? Warte doch. Warte doch. Oh, ein... Oh, was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Okay, der Mann hält gar nichts aus. Was hält die Braut aus? Ja, mit dir spiele ich jetzt nicht Steckchen fangen. Da muss ich mich verarschen. So, zack. Wo kommt der Stock her? So. Zack. Sein großen Bruder. Okay. Dann haben wir mal seinen großen Bruder. Tun uns vorher einen Dreck einschmieren. Vielleicht sehen die uns dann nie. So. Zack.
So, jetzt haben wir wenigstens was für die Knochensammlung. Okay. Das war's. So, helfen wir mal den Baumstämmen, die hier festhängen, auf den richtigen Weg zu kommen. Wobei, was soll's? Was soll der Geiz? So. Knochen, 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 Knochen. Sehr schön. Mehr können wir jetzt eh nicht schleppen. Müssen wir dann sogar eigentlich eher wegschaffen noch, bevor die nächsten angreifen. Nicht ins Feuer. Nicht ins Feuer. Dankeschön. Zack. Nicht ins Feuer. Dankeschön. So. Zack. Wie kommst du hierher? Egal. So, wir sind außer Puste. Dann holen wir mal den Wagen. So. So, das Lager würde ich sehr gerne schnell auffüllen halt. Damit wir in der nächsten Folge dann weitermachen können. E. C. Zack. So, da haben wir da aber auf jeden Fall heute schon mal was geschafft. Den ersten Mutanten hatten wir. Nach 8 Folgen. Ach, geht ja gar nicht, stimmt ja. Ich will immer mehr als 2 nehmen. Hulk. So. Also den ersten Mutanten haben wir. Mit Babys. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was für die Knochen Vorrat getan. Ihr habt da viel mehr Bäume abgesägt, oder nicht? Ach, Menno. So. Und wir haben ein bisschen wieder was gebaut. Wir haben wieder so einiges geschafft. Die Absperrung, die ersten Wände, unten die Körper haben wir fertig gemacht. Also in der Hinsicht haben wir so einiges geschafft. Aua. Aua. Jetzt wird schon wieder dunkel. Ganz schlimm. Gut. Das fällt. Wow, das war aber ein großer. So. Na. So. So schnell ist es schon wieder dunkel geworden. Okay, der Wagen ist voll. Das heißt für uns... Wir können zum Lager fahren. Das kriegen wir jetzt definitiv voll. Oder fast zumindest.
So, eins fehlt da für das Lager. Dann sind alle komplett voll. Das heißt, sie machen jetzt den Wagen hier noch voll, schaffen den einen, schaffen wir noch weg. Und dann sind die Vorbereitungen für die nächste Folge abgeschlossen. Es läuft. Es wird. Und dann denke ich mal, könnten wir es schaffen, 40 Baumstämme. Das sollte man locker schaffen in der nächsten Folge. Ich glaube, hier liegt sogar mehr rum. Hier. Ein Glück haben wir die Lampen aufgebaut. Damit ist es etwas hell hier. Brauchst nicht abbauen. Zack. So, das müsste sogar gewesen sein. Ja. Der ist fürs Lager unten. Okay, wir haben Hunger, so wie es aussieht. Okay, wir trinken noch was. Ne, ausrüsten wollte ich das jetzt nicht, weil eigentlich trinken. Egal. So. Zack. Mehr passt hier nicht rein. Der letzte Gang. Das sieht schon geil aus mit den Lampen hier. So. Die würde ich gerne hier runterschmeißen. Wow. Das klappt ja wieder mal einwandfrei. 50% sind runtergefallen. Und jetzt schreit schon wieder hier der Nächste zum Angriff. Gar keine Zeit für dich, Lady. Lady Bush. Le Bush. Sehr schön. Fang jetzt auch nicht an, euch zu suchen. So, gucken kurz nach. Sieht gut aus. Erstmal keine Baumstämme weiter zu sehen. So. Dann schieben wir das zu unserem Lager. Und damit... Ui, da war ein Busch im Weg. La Busch. So, 1, 2, 3, 4, 5 Baumstammlager haben wir voll. Der Wagen ist auch voll, damit sind wir echt vorbereitet für die nächste Folge. Das gibt erstmal eine Menge Holz. Wir sind am Ende mit der neuen Folge von... Ich fast... Oh, fahre fast hier runter, weil ich mich nicht konzentriere. Das war eine neue Folge von The Forest. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch bitte einen positiven... Nein! Da gehst du am Krückstock. Da gehst du am Krückstock. Da gehst du. Ich will da das Holz hier nicht reintun. Oh. Ich wollte die Folge beenden. Jetzt haben wir den letzten Wagen verloren. Du kriegst den auch nicht raus. Das ist... Oh. Alles gefixt, kein Problem. Was für ein Ende. Was für ein Ende. Alles vorbereitet. Jetzt muss ich versuchen, die Dinger zu... na sag schon, zu saven. Nicht, dass ich jetzt speichern tue und dann ist das weg. Das wäre richtig mies. Oh Mann. Oh Mann. Gibt's ein paar Minuten Zugabe? Was soll's? Das ist der andere Wagen schon. So. Dass das aber so buggy sein muss. Ehrlich, ohne Scheiß. Das macht's frustrierend. So macht's da eigentlich ganz viel Spaß, aber das ist
Kannst du die Anzeige wegmachen? Du kriegst eh den Wagen nicht. Da will ich nichts reintun. Wo ist die Anzeige hin? Komm. Ich hoffe, das hält, ey. Haut mir ja nicht ab mit meinen Baumstämmen. Das war eine Heidenarbeit. Oh, was für ein Ende. Was für ein Ende, ey. Keiner wünscht sich so ein schönes Ende wie ich. Oh Mann. So, zack. Oh Gott. Man sieht vor allen Dingen nicht, ob es noch Baumstämme gibt oder nicht. Gut. Kriegen wir welche. Wäre es natürlich eine unendliche Quelle jetzt wird dadurch. Sage ich jetzt auch nicht nein. Aber ich bezweifle das. Stein. Okay, ich glaube, jetzt ist er. 10-mal Stein. Nee, möchte ich nicht. Ich glaube, jetzt ist der Wagen leer. Gut, dann heißt das jetzt am Ende mit dieser Folge von The Forest. Schöner Unfall zum Ende. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wir haben so einiges gerissen. Muschiglas war da. Wir haben seine zwei Kinder zumindest erwischt. Wartet, wir machen das ein bisschen romantisch hier. Zack. Den einen oder anderen. So, da können wir sehen. So, den einen oder anderen. Ach, ist das süß, die zwei Kinder darunter. Den einen oder anderen Mutanten haben wir gekriegt. Das können wir gleich mit ins Lager tun. Und wir haben angefangen, das Haus zu bauen. Das nächste Mal tun wir das auch mit bestücken. Und ich hoffe, wir schaffen dann in der nächsten Folge das Obergeschoss. Wir sind am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.